Ist auch super, dass hier so ein Schneesturm ist und dass ich nichts sehe. Oh, Alter, ja. Ja, aber ich kann mich auch nicht tagelang in irgendwelchen Hütten verschanzen. Wenn ich hier so 4 Tage Zeitlimit habe. Oh, oh, unsere Gesundheit sinkt. Ich könnte versuchen, vielleicht mir hier ein Feuer zu machen, mich irgendwo hinzulegen. Ich weiß nicht, ob das des Rätsels Lösung ist. Da der Wind ja von hier links kommt, wäre eigentlich hier ein guter Spot. Und zur Not. Na komm, was soll's. Wir versuchen es einfach mal. So kann ich kein Feuer machen. Ach so. Okay. Pass auf, hier waren noch ein paar Stöcker. Brechen gleich zusammen. Scheiße. Ja, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Doch mit Karte hier, voll easy. Ja, von wegen. Natur hier ist echt erbarmungslos. Stock. Brandbeschleuniger. Feuer machen. Brennt. Wie lange brennt das? Noch ein Stock. 6 Minuten brennt das. Danke. Ach, ist das grandios. Ist das grandios, ey. Goddamn freezing. Ja, komm, ich sammle noch 2, 3 Stücke ein. Hab jetzt auch keinen Bock, hier das Holz zu hacken. Hier so viel Kleinzeug rumfliegt dann. Ich weiß auch nicht, wie lange soll ich denn schlafen? Soll ich mich jetzt 2 Stunden im Schlafsack aufs Ohr hauen? Am Feuer oder was? So, Feuer, Stock. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Feuer. Gucken wir, dass wir jetzt ein... Ja, ob das so eine gute Sache ist, sich hier in den Schlafsack zu hauen, ey. Ach, 2 Stunden bringt mich das wirklich weiter? Ich weiß es nicht. Aber ich werde mir jetzt nicht im Schlaf weggefressen. Ja, man muss halt gucken, dass man irgendwie Step für Step weiterkommt. Ist immer noch unterkühlt, immer noch ausgelaugt. Durstig, Hunger, alles. So. Ja. Unterkühlt. Immer noch ausgelaugt. Leck mich doch fett. Ja. 5 Minuten für 3 Stöcke. Was soll ich machen? Ich möchte mich jetzt aber auch nicht hier stundenlang aufhalten. Kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag brauche, um diese scheiß Scheune zu finden. Oder überhaupt mal wieder eine vernünftige Hütte. Ausgelaugt. Ey, was... Oder kommt das, weil wir einfach so überladen sind? Oh, Lagerfeuer ausgebrannt. Leck mich doch am Arsch, ey. Mach ich ein neues Stöcker. Ich habe jetzt keinen Brandbeschleuniger genommen. Waste a damn time. Ach
ich hab's schon wieder nicht gemacht. Ey, wie blöd bin ich denn? Komm schon, Feuer. Das sieht doch gut aus. Es brennt. Es lodert. Vielen Dank. Thank goodness for that. So, alles weg. Nur am Knacken, der Typ. So, jetzt müssen wir aber hier los, ey. Es geht. Okay, er ist wenigstens warm, war immer noch ausgelaugt. Hat er noch Hunger? Er hat Durst, okay. Durst haben wir. Wir marschieren einfach weiter. Irgendwann werde ich schon was finden. Wenigstens jetzt hier nicht mehr so todeskalt. Hm, ist das ein Spitzdach? I'm gonna need to rest soon. Ey, im Ernst schon wieder? Hier ist eine Hütte. Ich wollte gar nicht im Schnee pennen müssen. Nur 3 Meter weiter gehen können. Was soll ich denn machen? Er kann doch nicht immer nur pennen. Ich muss auch noch mehr Loot aufnehmen hier. Oh, hier ist sogar ein Bett. What have we here? Hütte des Fahnenflüchtigen. So, Freunde der Sonne. Ich brauche 3-mal Stoff, okay. Aktion zerlegen. Jetzt schön die Jacke fertig machen. So, Jacke, Aktion, reparieren. 2 Stunden. I'm too tired to think straight. So, die Jacke ziehen wir jetzt an. Für irgendwas, oder? Ja, für die Weste. Perfekt. So, einmal kurz reinlinsen. Hütte des Fahnenflüchtigen. Gut, dass ich hier mir so todesklein ausgedruckt habe. Pleasant Valley Outbuilders. Draft Dodgers Cabin. Das ist auch alles auf Englisch, ich weiß nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe das Gefühl, ich bin schon viel zu weit gelatscht. Ich denke mal, ich werde jetzt auch nicht mehr weiter nach der Scheune suchen. Ich werde einfach... Ich werde einfach weitergehen. Hat doch keinen Sinn. Was haben wir denn noch? 4 Stunden Tageslicht. Ey, ich will nicht im Dunkeln gehen. Er ist erschöpft, er kann nicht mehr. Ey, das ist doch Bullshit. Irgendwas, was noch nicht mehr so super ist. Ah, die Hose könnte ich reparieren. Jeans.
will nicht im Dunkeln latschen, aber... Das bleibt mir großartig über, ne? So, Jacke. Perfekt. Guck mal, jetzt haben wir doch hier Kältebonus. Alles. Was haben wir denn? Ausgetrocknet. Trinken wir jetzt noch was und dann... Weiß ich nicht, was soll er denn schlafen? 10 Stunden oder so? Ist hier schon wieder kein Ofen? Was ist das denn für Hütten, wo kein Ofen sind? Der Typ ist nur am Pennen. Aber ich glaube, das kommt echt, weil ich einfach die ganze Zeit überladen bin, vielleicht auch. Ja. Wir haben schon 3 Tage überlebt, aber irgendwie die meiste Zeit davon noch geschlafen. So durstig, hungrig. Ich habe noch irgendwas zu trinken. Fuck, 2 Dosen. Wir brauchen bald mal wieder einen Ofen, wo wir Wasser abkochen können. Das war's. Schön hier ein EPA-Paket im Schädel hauen. So, dann müssen wir jetzt wohl oder übel wieder aufbrechen. Im Dunkeln sehe ich doch noch weniger. Ey, Alter. Ah, ich denke mal, die Zeit wird irgendwann ablaufen und dann... Weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Wieder haben wir hier so einen Schneesturm. Ey, willst du mich verarschen? Er ist immer noch schläfrig. Hier im Schneesturm. Minus 25 Grad. Vielen Dank. Ich würde mich hier auch ungern wieder im Schlafsack einfach hinhauen. Ich hoffe immer, wenn ich über eine Anhöhe gehe, dass ich dann irgendwas sehe, aber... Ist ja gar nichts. Es wird hier nie wieder hell. Ich weiß, dass ich hier schon überladen bin. Unterkühlung, oh oh. Ich sollte jetzt vielleicht echt Feuer machen. Ich bin auch, glaube ich, schon wieder vom Weg abgekommen. Die Wege erkennt man auch gar nicht. Das arschdunkel, ey. Überall fegt hier dieser beschissene Wind. Es ist zu windig, ja. Aber das ist wenigstens cool gemacht, also. Klar ärgert mich das jetzt, aber das ist... Dass man an sowas denkt, das ist echt top. Ich muss irgendwo gucken, dass ich vielleicht hier ein etwas windgeschütztes Plätzchen finde. So wie hier zum Beispiel. Hier ist doch top. Oh, ich habe nur noch einen Brandbeschleuniger. Feuer. So, Stöcker. Halbe Stunde.
Laterne ist schon da leer. Ach, guck mal, wir haben noch ein bisschen Brandbeschleuniger. Habe ich noch Lampenöl? Aktion? Nein, habe ich nicht. Okay, kann ich die bitte mal wegstecken? Kann ich die nicht wieder Uns jetzt ein bisschen aufgewärmt, aber ich... Ja, es ist eine halbe Stunde. Boah, ich bin super überfragt hier, was ich machen soll. Immer noch erschöpft. Boah, unsere Gesundheit geht den Bach runter. Ich glaube, das wird das Ende werden. Wir sind nah dran. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Wenigstens brauche ich keine scheiß Lampe mehr. Ist das eine Hütte? Ist sie kaputt? Ist sie heile? Aber das ist nur so ein popliger Unterstand, ne? Ja, super, ey. Das bringt mir hier auch nichts. Zu früh gefreut. Ja. Was soll ich denn machen, ey? Weiß ich nicht, wie viele Stöcke ich habe. Aber... Scheiß Stock hält ja nur für 20 Minuten. So, wir sind bei 17%. Ich muss jetzt hier Feuer machen und ich muss mich jetzt hier den Moped hier schlafen legen. Was anderes bleibt mir nicht über. Hier ist wenigstens ein bisschen windgeschützt. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Hier haben wir noch... Jetzt bei 15%. Ich habe 11 Stücke. Ach, hier könnte sogar Schnee schmelzen. Ja gut, aber das... bringt mich jetzt auch nicht weiter. Stunde 30. Erhöht das unsere Lebensanzeige? Nicht wirklich, ne? Zustand 15%, 14%. Ich brauche noch ein paar Stöcke, dass das hier wenigstens ein bisschen brennt. Ich habe nichts mehr zum Verfeuern. Ja, ja, kurz hinlegen, du erfrierst doch. Stock. Ja. Scheiße, ey. Stock. Fuck, ey. 10%. Nee, ich kann jetzt hier nicht. Ja. Ja, mach keinen Scheiß, ey. Wir wärmen dich auf. Kollege, halt durch, ey. Boah, jetzt geht's. Richtig bergab. Komm. Schlafsack.
kann ich mich 2 Stunden erstmal ausruhen. Geht das oder sterbe ich jetzt?